Herzlich willkommen bei Espace V, liebe Modellbahnfreundin, lieber Modellbahnfreund. Heute ist Regenwetter, also super Wetter zum Bauen. Und wir machen uns an den Unterbau. Dazu verwenden wir 19 mm Dreischicht Fichtenplatte. Ich habe ja mal andere Experimente gemacht mit Tischlerplatten. Und dann auch lange mit meinem Schreiner darüber gesprochen und der meinte, eigentlich würden sogar Massivholzplatten reichen. Aber dann sind wir doch auf die Dreischichtplatte gekommen. In der Hoffnung, dass das, wenn es sich ausdehnt, sich ein bisschen ausgleicht, sodass es sich eben weniger verzieht. Wir haben das Holz beim besagten Schreiner bestellt. Vielleicht ist das ein bisschen teurer geworden, aber wenn man so bedenkt, ich habe es mal ausgerechnet, für den Baumarkt hätten wir für das gesamte Holz etwa 550 Franken bezahlt. Allerdings, die Beine, die wären dann nicht gehobelt gewesen und wir hätten es noch hierher transportieren lassen müssen. So ein Transport kostet schnell mal etwas über 100 Franken für sperriges Material. Und beim Schreiner haben wir insgesamt 700 Franken bezahlt und er hat es uns hierher geliefert, die Beine gehobelt. Ja, ich denke, das ist sicherlich die gute Wahl gewesen. So können wir auch einen Schreiner aus unserer Region unterstützen. Die genauen Maße der Holze, die wir verwenden, das ist 10 cm breit und diese sind 8 auf 6. Die Gesamtfläche des Unterbaus von 1,40 m auf 5,90 m haben wir in 3 Module aufgeteilt, die es nun zusammenzubauen gilt. Warum 3 Module? Erstens müssen wir sowieso Zwischenstützen einbauen und zweitens wird es einfacher werden, falls wir in Zukunft doch einmal umziehen werden. Als erstes werden nun also die Etagenelemente zusammengebaut. Gestartet wird mit dem Einzeichnen der Kerben für die Kreuze der Verstrebungen. Auf der Längsverstrebung 2 und auf den Querverstrebungen jeweils eine. Die Kerben gehen jeweils bis zur Hälfte der Brettbreite, sodass die Kreuze schön bündig werden. Anschließend wird ein Loch an den Sägerand gebohrt, damit die Stichsäge gewendet werden kann und die Ecken schön ausgesägt werden können. Anschließend wird das Stückchen herausgesägt. Und es wird auch gleich getestet, ob es überall genug breit ist, dass, falls nötig, nachgebessert werden kann. Nun können die Bretter zu einem Doppelkreuz zusammengesteckt werden. Bei den Seitenbrettern werden daraufhin die Bohrlöcher eingezeichnet. Wir bohren die Löcher in den äußeren Brettern mit einem Bohrer, der dünner ist als der Schraubendurchmesser. Das Bohren wäre zwar nicht unbedingt nötig, vereinfacht aber das Schrauben. Die Schraube wird nämlich den Weg des geringsten Widerstands wählen, also automatisch senkrecht geführt werden. Und mit dem Tischbohrständer ist das schnell gemacht. Beim Verschrauben befestige ich gerne zuerst die Schmalseiten an der Verstrebung
und anschließend dann die Längsseiten. Dabei achte ich darauf, dass die Hölzer gut liegen und rechte Winkel sind, wo welche sein sollen. Damit ist das erste Etagenelement fertig und noch weitere 5 folgen. Die beiden Elemente für das hinterste Modul ganz an der Wand bekommen etwas andere Verstrebungen, weil wir uns einen Zugang freihalten wollen. Zum Schluss werden dann die Ecken noch mit Winkeln verstärkt und stabilisiert. In einer früheren Variante habe ich die Eckverbindungen mit Dübeln verstärkt, doch stimmte für mich der Aufwand nicht mit dem Nutzen überein. Man erzielt sehr gute Ergebnisse mit den Winkeln. Für die Befestigung der Etagenelemente an den Beinen werden Winkel verwendet, auf welche die Elemente gesetzt werden. Die Elemente werden nun draufgesetzt und festgeschraubt und zusätzlich auch noch direkt am Bein befestigt. Hier liegt das Ganze für die Arbeiten auf der Seite. Nun braucht das Modul nur noch aufgerichtet zu werden. Et voilà, das erste ist fertig. Auf die gleiche Weise werden nun auch das zweite und das dritte Modul zusammengebaut. Und hier aus einer anderen Perspektive. Wir müssen noch gewisse Unebenheiten des Bodens ausgleichen und die Module miteinander verbinden. Die untere Etage ist auf der Schattenbereichsebene. Die eigentliche Sichtebene wird etwa 10 bis 15 cm höher sein und mit einer Brücke hier zum Wendel verbunden werden. Die Zufahrt zur oberen Etage erfolgt ja auf einer Strecke, welche unterhalb der Fenster an der Wand entlang führt. So, mit der Fertigstellung dieser Module sind wir wieder einen rechten Schritt weitergekommen mit unserer Modellbahnanlage. Was noch fehlt, ist die Fixierung der Module mit solchen Schrauben. Die kommen dann hier rein. Aber unsere Bohrmaschine braucht wieder mal eine Ölung und die ist im Moment gerade nicht zur Verfügung. Darum müssen wir dann diesen Schritt verschieben. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video, euer Valentin.